So Leute, willkommen, Part 2. Wir haben jetzt die Challenge, dass wir jeden Körper rühren müssen, den wir schon wieder nicht geschafft haben. Den Innenköpfe passt. Und haben nicht müssen wir uns noch den NXX holen oder SXX? Wie heißt die Modellbezeichnung? Kann mir das die Boxenfunk die Boxencrew mal durchfunken? Das wäre richtig geil. Oh nein, die Plebs kommen hinten näher. Oh, wir haben unsere alte Startposition wieder herausgefahren. Toll, Vierter. One right. Oh, okay. Okay, he's cleared you. Ich habe nichts gesagt. Ich habe überhaupt... Vergesst die letzten 10 Sekunden. Jetzt ist 15. gleich sind 20. Verdammt, ey. Warum sind die alle so krass schneller? Fahren die auf Soft Drive? Ja, dann müssen die ja gegen Ende ja komplett... Kacke sein. Obwohl, die müssen ja jetzt schon kacke sein. Die Softs. Oh, Wiese. Komm, ey, die Bobos müssen wir davor noch kriegen, ey. Boah, der Ferrari kommt auch schon wieder so komisch nah. On the right side. Ich hasse die Kurve einfach. He's clear. Oh Mann. Wie kann man denn so schnell eine Position aufgeben? Ist der M6 von Falken hinter uns? Falkentires. Oh. Über die Kackwurst rüber. Wow. Ich mach grad Bullshit. Ich hoffe insgesamt, dass das Spiel wieder abstürzt. Dann kann ich nochmal alles nochmal vernünftig von Anfang fahren. Ich will nicht sagen, ich bin eingefahren, aber man merkt halt nichts. Warum sind die Kurve einfach immer so schnell? Ich weiß einfach nicht. Du, ich glaube, selbst der letzte wäre mir vorbei, aber. Ja. So, 4 und 5 streiten untereinander? Ne, 4 und. Ne, 3 und 4. Die 4 und 3. Oh, im zweiten Gang. Wäre auch vielleicht besser, mal früher drin gewesen zu sein. Aber krass, wieder abhauen. Was mache ich falsch? Ihr habt es doch im Qualifying gesehen. Ich kann die Strecke. Glaubt es mir doch. Wie oft ich die Spruch mittlerweile gesagt habe. Ja, ihr habt es doch im Qualifying gesehen. Oder Leute, im Training. Was ganz anders. Aber es stimmt halt leider. Training bin ich Konstanze persönlich. Aber irgendwie im Rennen sitzt sie irgendwie nicht neben mir. Oh, da kam es aber sehr weit raus. Yay, fast vorbei, diese Odyssee. Ups. Das Auto fährt sich komplett anders wie im Qualifying. Gut, wie gesagt, wir haben auch keine Soft-Tires drauf, aber sonst ist alles wie immer, die Soft-Tires. Aber dadurch lässt sich das Auto so krass behindert steuern. Ich habe nichts gegen Behinderte, ich mag nur das Wort als Beleidigung. Kann man heutzutage eigentlich nicht anders benennen. Genau wie schwul oder was weiß ich. Aber egal. Es gibt heute eh schon zu viel political correctness. Ich wollte gerade Realism sagen, aber das ist ja komplett Bullshit.
politischer Realismus. Ja, sorry, ich hab halt komische... Oh Gott. Oha. Eieiei. Alles klar. Zwei Tote in Kurve 7. Aber dafür konnte ich nichts. Das war echt doofes... Oh Gott, das Auto lässt sich gerade überhaupt nicht mehr steuern. Ich verstehe das Auto gerade nicht. Was sagen unsere Reifen an? War doch da. Perfekte Temperatur. Also eigentlich perfekt. Auto will mittlerweile nur noch übersteuern. Das ist Wahnsinn. Guckt euch mal an, wie weit die da hinten weg sind. Es sind mittlerweile 3 geworden. One length back. He's 2 lengths behind you. Manchmal denke ich im Cockpit, ich fahre echt ohne Lenkrad, oder? Also ohne in-game angezeigten Lenkrad. Ich sehe, mein Lenkrad hat 0 Kurven, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Es wäre so geil, wenn man das so on the fly, also Pause drücken und dann die Höhe und Weite des Sitzes verstellen kann. Das kann man in Gran Turismo Sport ja echt wunderbar. Aber hier so in den anderen Rennspielen geht das leider nur per Tastenbelegung. Ich wüsste jetzt nicht, was für Tasten ich raushauen sollte, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, welche 4 Knöpfe ich jetzt freimachen sollte. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich alles belegt. R1 ist runterschalten. 7 Minuten remaining. L1 ist hochschalten. R2 ist Gas geben. L2 ist bremsen. Was ist das? Okay, X ist Licht. Dreieck ist Scheibenwischer. Kreis nach hinten gucken. Viereck ist Kers. Oder bei der Rallycross Handbremse. Gut, Sticks sind ja eh. Okay. L3 ist Boxlimiter. Können wir ausprobieren. Was war das nochmal? R3 ist Kamerawechsel. Ja, die Pfeiltasten, damit benutze ich halt die Boxen, Leute. Das ist halt das Boxenmenü. Ich habe keine Taste frei. Doch, das. Nee, Touchpad ist Motec-Display, um switchen. Ich habe keine Knöpfe mehr frei. Car on your left. Nice one, you're clear. Alter, wir sind reingeslidet in die Kurve. Wie bei der WRC. Two lengths back. Komm schon, Abpfiff, ich will nicht mehr fahren. Es fühlt sich echt, es macht gerade echt keinen Spaß mit zum Fahren, weil das Auto ist halt so unberechenbar. Es fährt sich komplett kernbehindert. One length behind. Oh, aber da steht mal auch weggeräumt, damit da auf der linken Außenbahn nichts mehr steht, außer dieses bisschen Teppich da. Oh, über die Wurst wieder drüber. Ich glaube, die heißt im Englischen Sausage Curb. Ich glaube, ich habe da mal was gehört davon. Oh mein Gott. Two lengths behind. Eieiei, immer so eine Karawane hinter uns. Sind wir dran schuld? Weil wir sind der Erste in der Reihe. Ich meine, wenn man so der Erste im Stau ist, dann fragt man sich auch so. Irgendwas funktioniert doch nicht. Irgendwas muss ich doch falsch machen.
remaining. Ja, wohl. Bitte lass die jetzt ablaufen. Schiri, abpfiff. He's two lengths back. Still two back. Still there. You've got one on your tail. Better defend that position. Ah, wo denn? Ist noch nichts. Guck doch mal hier. Oh Gott. Die Lenkung ist so krass. Ich lenke nach rechts. Dann öffne ich die Lenkung und der lenkt einfach immer noch 10 Minuten weiter in die Richtung. Aber hey, 9 Schaden vorne, 6 hinten. Toll. SLS kommt wieder näher, ey. Muss doch nicht sein. Zumachen die Tür. Die Lenkung ist komisch. Oh. Alter, also... den rechten inneren Curb mit dem linken Außenrad zu treffen, das ist schon, also mit dem linken Rad zu treffen, ist schon eine Herausforderung. Warum wir hier im dritten sind, ist auch komisch. Oh Mann, wir sind die Schnecke im Feld. Ah, ich bin echt froh, wenn diese Odyssee zu Ende ist. Ich bin wirklich ohne Scheiß. Ich mach da sämtliche X in den Kalender rein. Einmal nie wieder. Warum die Kurzanbindung? Das ist doch Bullshit. Wir fahren hier in Männerfahrzeugen, weißt du, in prachtvollen GT3s. Und dann kriegen wir den Bobo-Kurs, wa? Selbst die Kartstrecke ist spannender. Obwohl, Kartstrecke mit GT3s ist auch mal was. Ist ja möglich in Project Cars 2. Müsste man ja vielleicht mal machen. Vielleicht dann so, wenn ich irgendwann mal ein Lenkrad habe. Driften so mit einem, ja, mit so einem Mercedes oder BMW. Durch so eine Kartstrecke. Stelle ich mir schon lustig vor. On your right rear. Clear. Watch right. You've got a car right. Okay, clear. He's two lengths behind you. Alter, die Karawane, weg vom Windschatten. Still two lengths back. Ah, ich glaube, wir müssen noch eine Runde. Kurve, kriegt die Kurve. Ja. Fast illegal gefahren, die Kurve. One length behind. He's still there. Two lengths back. Still there. So, letzte Runde. Kommen wir weg? Ne, kommt wieder ran. Ja, Windschatten. So bei Tempo 200 richtig viel aus. Ich glaube, ab 130 km/h greift wirklich Windschatten effektiv, wa? Hab da mal irgendwas gehört in die Richtung. Wie fahren wir hier denn? One length behind. Not one, two lengths back. Half length back. Hallo? Hallo, das ist mein Heck. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott, endlich ist diese Bullshit-Scheiße vorbei. Yay!
Ich muss mich abregieren, sorry. Ich glaube, unser Auto ist kaputt. Hey, wir haben ein Hydrauliksystem. Jump, jump, jump around. Jump, jump, jump around. Komm, jump. Guck mal hinten, ey. Wo ist denn das Auto kaputt? Und dann... okay. Kaputt. Aber sonst hält alles, wa? Solide so ein GT3er. Fällt nichts ab. Fällt nichts ab, toll. Doch, Reifen, alles in Ordnung, toll. Wie sieht's mit den... Okay, da ist es schon ein bisschen sehr kaputt. Oh, warte mal, ich lenke jetzt mal gar nicht. Jetzt. Sowas von kaputt, das Ding. Wenn. So, was haben wir denn hier für ein Krebs-Krebs-Ergebnis? Gut. 4.6. Schade. Da machst du nichts gegen. So, dann drücken wir mal ganz schnell weiter. Hey, wir sind Erste. Warte mal, was? Warte mal, was? Hier sind wir. Warte mal, was? Nein, sind wir nicht! Bullshit! Ah! Ja, Mensch. Ich habe mich kurz gefreut. Aber dann doch nicht mehr. Schade, da machst du nichts gegen. Naja. Übrigens, Bundespräsident Christian Wulff mag keinen Alkohol. Warte mal, ich glaube mittlerweile Ex-Bundespräsident. Herzlichen Glückwunsch. Ja, toll. Ja. Wie gesagt, oh ja, wir sind Dritter geworden. Die German Trophy. Mit dem Rennen in Österreich. Naja. Ich würde hier auch nochmal die kurze Variante fahren. Und dann halt im. Dann glaube ich im World Championship die komplette Variante. Ich glaube, das wäre so das Geilste, was man machen kann. Der Le Mans Bugatti Circuit, Bruno GP, Bruno Solda Circuit de Spa Francorchamps. Ja, wir machen die kurze. Ja, wir machen die kurze. Weiter. So, ich würde mal sagen, morgen Qualifying in Spanien. Es wird auf jeden Fall besser. Ich meine, Leute, es wird auf jeden Fall besser. Holy shit, es kann nicht schlechter werden. Na ja, gut, wenn ihr mehr sehen wollt von meinen überragenden Fahrskills, die gut jetzt im letzten Rennen wirklich sehr scheiße waren, schaltet morgen wieder ein in der weiteren Folge von Projectcast 2 Karrieremodus. Auf der PS4. Ich bin Crazy D und ich bin jetzt raus. Haut rein!